Ich habe mich wieder auf den Weg gemacht, um eine Mischung aus Lost Place und anderen Abenteuern zu erleben. Gemeinsam mit den beiden von Knight Riders und Christian ging es auf in den Harz. Was wir dort alles erlebt haben, könnt ihr in diesem jetzt folgenden Vlog sehen. Viel Spaß mit dem heutigen Abenteuer. So, mit dabei sind wir verlinkt, wenn Sie es wollen. Könnt ihr nachher in der Videobeschreibung gucken. Ich komme am Brief nicht vorbei. Liebe Tante so und so, sicherlich wartest du schon eine geraume Weile auf Post. Ich habe mich für einen lieben und langen Brief von dir mit diversen Einladungen zu bedanken. Ja, und Süßigkeiten haben die auch gern gegessen. Guck mal, das Weingummi sieht noch gar nicht so eklig aus. Das ist 12. Das machst du nicht. Bye, bye. So, er macht da jetzt einfach mal ein Flöckchen draus auch. Aber wie ist ja nie, was einen noch erwartet. Das ist recht witzig. Das waren noch Zeiten, als ich auch so ein Audi hatte. Ich habe ihn immer liebevoll Audi Lette genannt. Wir haben denn Powerbanks gesucht. Ja. So, der Patrick ist jetzt irgendwo dort oben. So geil. Und da hinten wackeln irgendwo die Büsche, da kommt die dann nicht zurück. Da ist sie. Sie sieht aber nicht wirklich aus. Ne? Nee, ich glaube, die ist pitsche nass. Aber hier durch ist auch krass. Was hat er jetzt gesagt? Ja, alles gut. Alles gut. Also laut Dani ist er gerade irgendwie eine richtig steile Felswand hochgeklettert. So sieht's hier aus. Jetzt hoffen wir alle, dass er hier heile wieder runterkommt. Wie idyllisch das aussieht. Das glaube ich wäre ganz schön schwierig, da runterzukommen. Er geht garantiert ganz außen rum. Oh, guck mal, da ist ja auch so steil, ne? Auf der Ecke. Also der Patrick ist gerade da oben und versucht da irgendwie runterzukommen. Jetzt hört und sieht man ihn wieder gar nicht mehr. Doch, jetzt kommt er, glaube ich, jetzt gleich rechts. Da muss er hier weiterhin kommen, dann kannst du ihn mal. Da. Ja, da ist ein Yeti im Harz gesichtet. Hier, pass auf. Ich glaube, Patrick! Ich glaube, er ist auf einer ganz beschissenen Stelle einfach. Ich glaube. Noch steiler! Noch steiler? Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennt. Aber da ganz hinten kommt er. Wie sagst du so schön Berge? Oh ja. Kostet manchmal einen Umweg. Also tatsächlich zeige ich das jetzt, weil es nicht mehr lost, wie man sieht. Wir sind etwas zu spät. Da drin wird gebaut. Hier stehen die Container. Hier wurde eben gerade ein quasi mindestens 10 Meter langer, breiter Teppich hier reingeschlurrt. Und es scheint ein China-Restaurant zu werden jetzt. Ja, schön fürs Gebäude, schade für uns, aber dann geht's halt einfach weiter. So, dann wollen wir mal einchecken. Oh, schade, gibt nur Schokopudding. Wir sind jetzt an einem Hotel, wo ich vor, es ist noch da alles, vor ewigen Jahren schon mal war. Aber da gab es kein Reinkommen. Das wäre halt schon geil, ne? Schön im Regen spazieren gehen. Langsam wird's besser. Es gibt wohl einen Eingang, das wäre so geil. Und jetzt? Kegelbahn. Also doch keinen Zugang gefunden, beziehungsweise einen sehr riskanten. Wir behalten das einfach weiter im Auge, würde ich sagen. Also auf den Touren ist das so, wenn ich hinten in einem Auto sitze und vorne Musik läuft und sich unterhalten wird, bekomme ich davon so oder so nichts mit. Ich habe mich dann einfach auf die Natur eingelassen. Es war unfassbar, wie viele Regenbögen wir gesehen haben. Und auch wenn der Borkenkäfer ordentlich zugeschlagen hat, was ich wirklich sehr traurig finde, hat der Harz doch immer wieder Orte und Landschaften, in denen die Seele einfach versinken kann. Freiheit, Freiheit hatte ich nicht, auf der Suche nach Freiheit.
ihr Lieben, auch wenn das eben nicht geklappt hat. Wenn man da einen Blick reinwirft, oh Mann, Sonne ist auch schön, aber guck mal da rein. Allerdings steht hier überall, dass das Video überwacht ist. Man nicht rauf darf, nicht rauf darf, nicht rauf darf, auch wenn da hinten alle Fenster auf sind. Und wir fragen gerade, ob wir vielleicht einfach offiziell rein dürfen. Tatsächlich warten wir auf eine Rückmeldung, die wahrscheinlich aber nicht heute passieren wird. Aber ich war nun mal gerade in den Büschen. Und ich glaube, ich habe noch nie so idyllisch gepinkelt. Guck das mal an, ist das nicht schön? Unfassbar toll einfach. Richtig schick. Mann! Da gibt es sogar einen Tipp im Wasser. Warum auch immer. Ja, das, oh, wie klar das auch hier ist. Richtig toll. Richtig, richtig toll. Hat mir sehr gut gefallen. Mega. Richtig schön. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich durch. Das ist eine dumme Idee. Darf ich schon einsteigen? Ja. Ja, bitte. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Kannst du mir das nochmal erklären? Nein. Super. Datenschutz. Ich filme dich nicht, ich filme nur mich. Wie bremse ich denn? Einfach zurückziehen. Immer in Bremsstellung. Achso, nur wenn ich... Was passiert, musst du drücken, sobald du das Bremsstück zögert. Okay. Hm. Wenn du das checkst, wenn du eine Strücke vorbei, dann bitte langsam. Okay, also ich... Also sobald ich das betätige, bremse ich. Sobald du das betätigst, fährst du los. Du bist immer... Ja, andersrum, genau, genau. Okay. Ah, okay, alles klar. Ja. Danke. Oh Mann, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich packe euch kurz weg, ich hole euch gleich wieder raus. Ich habe gerade aus Versehen gebremst. Ich muss mich da erstmal einfühlen. Oh Gott. Nee, ich fahr schneller, dann bin ich schneller durch hier. Jetzt kann ich glatt normal fahren. Jetzt weiß ich, dass man hier nicht rausfällt. Das ist peinlich, weiß nicht, ob ich das hochlade. Geh jetzt! Das ist ich glaube, ab hier werde ich gezogen. Das war schon. Hä, muss ich hier wieder selber was machen? Scheinbar ja. Oh, ho, ho, ho. Wie war das denn nochmal? Hä? Ich musste gar nichts machen, der hat das ganz alleine gemacht. Oh Mann! Die heizen ja alle runter. Ich, wie so ein Mädchen hier, wie so ein kleines, fünfjähriges Mädchen. Ich muss mir an meine Grenzen gehen wieder. Das ist nicht, ich mag das nicht. Ich mag es nicht, so eine Schissbuchse zu sein. Ja, aber so ist es schön. So ist schön. Kaffee jetzt so in der Hand. Ja. Schön. Da sind wir schon wieder da. Ich hoffe, der Typ kann sich einen Spruch sparen, ey. Wenn nicht, egal. Feuert ja nur noch mehr an, ne? Ist doch nicht wahr, was aus mir für eine Mimi geworden ist. Oh. Junge. Steigt doch hier nicht aus, wenn das Ding noch läuft. Ich steig da hinten aus. Ja, ich bin dabei. Also, so. Einmal ganz kurz, ich überfall dich mal gerade, ja. So zu dem Thema Schiss haben und so vor solchen Sachen. Ich habe immer das Gefühl, man muss auf Schrauben und man weiß nicht, wer es zusammengebaut hat. Was ist dir passiert? Ich glaube, meine Bremse ging nicht. Was? Die war kaputt? Ja. Seine Bremse war kaputt. Seine Bremse war kaputt. Können wir da mal drüber reden? Und du warst nur zwei Wagen vor mir und dir ist voll einer reingebrettert. Seine Freundin ist ihm reingebrettert. Da haben wir ihn doch.
Wir steigen jetzt ins Business ein. Kannst du dann aber nicht monetarisieren, glaube ich. Nee, das geht da nicht. Vielleicht kann man anders. Und lass sie einfach auf sein. Bitte lass uns Glück haben jetzt mal. Okay, es werden zwei Türen, die offen sein müssten. Oh fuck. Oh, wenn jetzt die zweite Tür noch auf ist, ne? Geil. Stolper. Eine alte Truhe. Die Tür ist auf. Guten Tag. Das. Oh Mann. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht viel geschlafen letzte Nacht, quasi gar nicht. Und das hat mich, ich habe mir gerade selber voll eingegeben. Ich hatte cool, das haben wir hier. Das ist schön. Was ist da drin? Oh, das. Jetzt bin ich gespannt. Und? Bernsteinzimmer? Nee, leider ist leer. Ach, das wäre auch zu schön gewesen, wahr zu sein. Ich glaube, hier liegt hier. Ich glaube, hier liegt Kacke. Sag ihm, hier liegt Kacke. Hier liegt Scheiße. Hier liegt Scheiße. Okay. Sagst du ihr das? Hier, guck mal, hier über den ganzen Weg. Ja. Ich möchte noch einmal durch den Briefkastenschlitz oder so gucken. Oh Mann, schade. Er hat auf jeden Fall einen Pfarrer gelebt. Schade. Mann. Ich bin halt echt. Porzellanladen, weiß nicht, die letzten Tage waren ein bisschen anstrengend. Mental anstrengend. Und letzte Nacht, so wie die Nächte davor, habe ich quasi nicht so wirklich geschlafen. Bin echt ein bisschen paddelig unterwegs. Wir gucken uns jetzt tatsächlich das gute alte Hermann Dunker an. Ich muss echt zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie dort und ich bin super gespannt und ich hoffe auch, da sollen wir reinkommen. Und dieser Baum ist richtig schön. Schaut mal, wie schön der ist. Ich glaube, das ist wirklich eine dumme Idee, ganz nach oben aufs Dach zu wollen. Oh, ganz nach oben aufs Dach ist immer eine dumme Idee. Aber wir versuchen das jetzt trotzdem mal. Mal schauen, wie weit die Kamera. Wir versuchen das. Dass wir in dieser ikonischen Harzbaut hier schaffen, die schiefe Öl da in den Abend. Machen wir das jetzt echt? Die wollen aufs Dach. Nee, ich wollte das nicht. Genau, nein, ich bin ja echt ein Bodenschisser. Ich gehe in jeden Keller, kein Problem. Aber Böden. Ist das schon ein Stück Dach, was hier runtergefallen ist, zufällig? Mein Horror, was Böden angeht, kann ich jetzt schon sagen. Haben wir schon Fotos gesehen, das ist schon geil, ha? Viel schlimmer. Oh ja. Nice. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob das heute so die beste Idee ist für mich. Das klingt nach einer absolut guten Idee für mich, heute hier reinzugehen. Völlig übermüdet, absolut verpaddelt heute. Einst bezeichnet als die Frau mit den Eiern aus Stahl. Stelle ich hier irgendwie nur einen ganz schwachen Schatten meines einstigen Selbstes da. Sind immer so schnell voll, dass die sich immer wundern und sagen, kann ich sein? Doch. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man sich das auch mal anguckt, ne? Also ich kenne ja auch mein Glück und da kann man halt schon, also ich finde es beneidenswert, dass die anderen da hoch sind. Ich hoffe, sie kommen heile wieder runter und ich gönne denen das auch voll aus ganzem Herzen. Aber das ist für mich schon, wo ich echt sage, pff, nee.
halt richtig schön auch da oben, ne? Aber ein falscher Schritt. Und dann war's das einfach. Das ist mir nicht wert. Das sieht so genial hier aus mit dem Mauerwerk und den Bäumen. Richtig cool, idealer Ort, um den Vlog zu beenden. Ich denke, das war's für heute. Es wird jetzt auch gleich dunkel. Aber eine richtig geile Tour, hat richtig Spaß gemacht. Guckt unbedingt bei den anderen vorbei. Werden alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Abenteuer, was auch immer das sein wird.